nicht berühren. Nur schauen, nicht anfassen. Warum muss man im Museum immer noch so brav sein? Denn vor Painting Bitten by a Man, das bereits vom Maler Jasper Johns angebissen wurde, hätte man eher Lust, es ihm gleich zu tun. Und für John Cage und seine Serie makrobiotischer Gemälde würden wir sogar unsere Ernährung umstellen. Sollten wir lernen, Gemälde zu verkosten, wie große Jahrgangsweine? Die Vorstellung, sich ein Kunstwerk einzuverleiben, ist tabu, weil man diese als etwas Heiliges betrachtet. Und das ist schade. Dorothee Sells ist Pionierin der Eat Art. Sie schafft essbare Kunstwerke aus Lebensmitteln wie Reis, Brot, Obst oder ungesäuerten Brotfladen. Gemälde zu konsumieren klingt für euch abwegig? Aber ihr habt doch schon einen Schokoladenweihnachtsmann gegessen? Einen mit einer Figur verzierten Keks? Einen Lolli in Form eines Phallus? Dann zählt ihr zu den Ikonophagen, den Bilderfressern. Maßlos zu genießen. Tatsächlich ist die Praxis der Ikonophagie sehr alt. An Ikonen kratzen, um deren Farbe zu essen. Wasser trinken, das über eine Stele zu Ehren von Gott Horus gelaufen ist. Eine geprägte Hostie verzehren. Mit all dem kann man sich seit der Antike heilen oder von Sünden reinwaschen. Es ist ein Ritual, das sowohl medizinisch als auch sakral ist, in dem Sinne, dass das antike Denken der Bilder, das in der griechischen Antike oder auch in der christlichen Gesellschaft zu finden ist, die Heilmittel nicht vom Heiligen trennt. Beide Welten existierten nebeneinander und sehr oft erforderte die Heilung eines körperlichen Leidens die Intervention des Göttlichen oder Heiligen. Dieser alte Glaube wurde 1960 vom Künstler Daniel Spörri wiederbelebt, mit der Eat Art. Er entmystifizierte die Kunst und heiligte das Wichtigste, das es gibt, die Nahrung. Daniel Spörri hat den Begriff geschaffen, den ich außergewöhnlich finde. Achtung, Kunstwerk! Das hat er auf ein Etikett geschrieben und auf eine Lebensmittelkonserve geklebt. Daraus entstand die Idee, dass man, ausgehend von Essbarem, alle möglichen Experimente durchführen kann. Daniel Spörri versteinert seine Mahlzeiten in Fallenbildern. Die Reste seines Abendessens werden unsterblich und zu Museumsstücken. Er eröffnet sogar ein Restaurant in Düsseldorf, in dem auch andere Künstler ihre Mahlzeiten für die Ewigkeit konservieren lassen können. Dorothee Sells war dort. Das war interessant, denn es ging letztendlich um die Entheiligung der Kunst und darum zu zeigen, dass Vergänglichkeit einen Sinn haben kann und dass man etwas Imaginäres schaffen kann. Fantasie an die Macht, wie man damals oft hörte. Es gibt auch konsumierte Gemälde, etwa beim Künstler Dennis Oppenheim und seiner durchaus interessanten Performance Gingerbread Man. Er filmt und fotografiert sich dabei, wie er einen Lebkuchenmann isst, bis dieser zu Exkrementen wird. Das ist letztlich eine Art, das Verschwinden eines Bildes zu inszenieren, das im 20. Jahrhundert nicht mehr im Mittelpunkt der künstlerischen Praxis stand. Aber ist das nicht ein Paradoxon? Eine visuelle Kunstpraxis ohne Bilder? Das ist keine große Theorie, nur eine einfache Idee. Es geht darum, dass wir nicht nur visuelle Inhalte wie Musik, Literatur oder andere Dinge teilen können. Wenn man etwas zu sich nimmt, teilt man Vergänglichkeit, etwas Unsichtbares, das so in Erinnerung bleibt. An einem Werk von Dorothee Sells wird nie nicht berühren stehen. Ihre Installationen sind zum Verzehr geeignet. Die essbaren Skulpturen bestehen aus salzigen und süßen Häppchen und die Künstlerin fordert alle dazu auf, nichts übrig zu lassen. Eine Art Kommunion mit dem Kunstwerk, aber auch mit der Künstlerin und dem Publikum. Ein wahrer Farbenglitzerstaub. Wunderbar. Das ist kein neutraler Akt. Gemeinsam etwas zu verzehren ist ein äußerst lebendiger Akt. Deshalb habe ich das Essbare bis heute als Element des Teilens verwendet. Und welches Werk werden Sie uns verschlingen lassen?
Ich habe ein Buch mit Dingen gezeichnet, die es verlassen. Die Zeichnungen sind auf Reispapier mit essbarer Tinte gezeichnet. Sie sind vollständig essbar. Ich habe sie für Jeremy Köring gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass er sie aufisst, denn er ist doch ein Bilderfresser, oder? Nicht schlecht. Die Weisheit scheint mich wohl zu erreichen.